Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin Mahadevi. Und ich bin in Wurahudania drin. So. Zum Glück muss ich mal ein bisschen Licht beim Bogen rausholen. Wow. Scheiße, ist das dunkel. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe schon eine Waffe weggeschmissen. Aber nicht, um diese jetzt dazu zu holen. Obwohl. Genau, das wollte ich. Die fucking Fackel. Brauche ich jetzt nämlich. Okay, hier war die Tür auf der Seite. Oh, nee, warte, stopp. Nicht die Fackel kaputt machen. Link, vorsichtig. Fällt mir ein, habe ich noch das Feuerschwert? Nope. Schade, ich glaube, das hätte mir jetzt echt helfen können. Theoretisch brennt die Fackel, das ist nicht gut. Oh, Drecksviecher. Elektroschwert ist gut. Wegen der Blitze. So, und hier ist noch eine Kiste. Alter, dafür mache ich aber Platz. Och Mann. Yay. Auge. Und das bettelt doch schon regelrecht nach meinem Pfeil. Oh, zwei Kisten. Scheiß, die waren an. Sehr gut. Mhm. Ja, das ist praktisch. Sehr gut. Jetzt noch mit Licht. Hinten in der Ecke war das, glaube ich, oder? Genau, da liegt der Bogen und da ist die Fackel. Ich habe den Leitstein gefunden. So. Jetzt müsste eigentlich auch das Licht angehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in dem Dungeon dunkel war. In dem Titan. Ich muss schon sagen, das ist eine ganz schön geile Art der Datenübertragung. Gefällt mir. Aber allein schon diese Spritze an der Seite. Das ist doch bestimmt schlecht für die Haut und darf man nicht einatmen. Wenn man das jetzt so machen würde. Gut. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Yep. Sieh mal. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Wurahudania regeln. Um ihn zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Verlass mich auf dich, Bruder. Oh, endlich Licht an, Alter. Das war auch echt notwendig, Mensch. So.
Okay, hier ist nichts mehr drin. Jetzt hier noch was, das mich anguckt und ein... Ja, da. Scheint, als müsste ich das irgendwie kippen. Dann da drauf landen. Okay, guck mal. Da kann eine Kugel rein. Aber wo ist die Kugel dazu? Das sieht aus, als würde ich es gerne anzünden. Alter, alles brennt, nur das Laub nicht in diesem Vulkan? Ernsthaft? So. Ah, das ist schon das erste Kontrollsiegel. Kontrollsiegel. Boah, so viele, Alter. Weiter so, Bruder. Oh, eine Kiste. Was ist da drin? Ein antikes Zahnrad. Naja, gut. Kann ich jetzt nicht so gut... Ja, eigentlich. Obwohl, Alter, ernsthaft? Nur ein antikes Zahnrad? Das krieg ich doch überall. Ja, gibt's hier nicht? Ist hier noch was? Guck mal, da oben ist ein Auge. Ich glaube, das möchte abgeschossen werden. Es lächelt mich schon so an. Oh, mich juckt schon wieder am Ohr. Okay, wozu auch immer das gut war. Was ist das? Ist es gerade runtergekommen? Eispfeile. Sehr schön. Ich glaube, die kann ich gebrauchen. Der dreht sich immer nur auf eine Seite, ich verstehe. Guck mal. Einmal habe ich eine Brücke. Wo waren jetzt nochmal das Kontrollsiegel? Da. Es sind noch drei Kontrollsiegel übrig. Halt dich ran. Ja, Mann. Fick dich. Hast du 100 Jahre gewartet? Jetzt kannst du die 10 Minuten auch noch warten. Okay, das ist außen. Das ist am Arsch. Das ist ziemlich weit unten. Ich glaube, ich gebe das erstmal wieder richtig rum. Ah. Ah ja. Okay, das habe ich mir geholt. Irgendwo noch was. Komm hier eigentlich da hoch.
seht ihr das? Ha! Da ist eine Fackel versteckt, Mann. Genau, und hier war die Stelle, die ich gesucht habe. Habe ich noch genug Feuerpfeile, wobei zur Not hätte ich mir den Pfeil auch da anzünden können. Aua! Alter! Das war jetzt aber nicht so notwendig. Ich überlege gerade, in welche Richtung kippt denn das Vieh nochmal. Ich kann mich ja sicherheitshalber mal hier hinstellen. Warte mal, nicht, dass das Ding schon wieder auf mich drauf fällt. Ah. Ja gut, so geht's natürlich auch. Okay. Noch zwei Kontrollsiegel. Fehlt nur noch ein kleines bisschen. Gut. Ach, die anderen finde ich auch noch. Welches waren das jetzt? Okay, ich glaube, das war das hier hinten am Arsch. Okay. Ich glaube, für das andere brauche ich dann die Kugel. Warte mal, die Fackel brauche ich nicht mehr. Ich meine, ich lasse doch nicht so ein Ding mit 40 Angriffskraft hier rumliegen. Ich glaube, ich gehe wieder zurück auf diese tolle Leiter. Nein, ich glaube, ich muss da drüben rauf. Dann kann ich mir da auch gleich noch die Schatztruhe holen. Nee, da war ich schon drin. Irgendwo gibt es noch eine Kugel, die da reingehört, ey. Können wir mal da hingehen? Hier gibt es eine Tür. Ach so. Oh, Kacke. War jetzt nicht so clever. Aber jetzt weiß ich wenigstens, da ist ein Kontrollsiegel. Und zwar dieses hier. Ich habe wieder eine Idee, wie das war. Warte mal. Erstmal muss ich hier hoch. Ich dachte gerade, da kommt was auf mich zugerollt. Kam aber nichts auf mich zugerollt. So. Hat sich's gelohnt? Königsbogen. Ah, der ist eh bald kaputt. Dann kann ich mir auch einen besseren Königsbogen holen. Nein! Ach, scheiße. Gut, nochmal von vorne. Aber ich habe einen geilen Königsbogen gefunden. Eins ist jetzt noch übrig, oder? Nee, zwei. Stimmt, ich brauche diese komische Kugel. Was war denn da? Ach, der ist runtergefallen, der Ritterbogen. Also, nochmal von vorne. Auf die Leiter rauf. Drehen. Nee, Quatsch, ich bin ja noch gar nicht auf der Brücke. Das
Sag mal, irgendwas muss es doch hiermit auf sich haben. Ich verstehe das nicht. Na, ich gehe jetzt erstmal raus. Hinten. Oh, guck mal. Das muss man anzünden. Ich habe die Fackel nicht mehr. Hm. Ist da irgendwo ein Auge? Ja. Achso, hier draußen wird alles zum Feuerpfeil. Okay, ich glaube, ich muss nochmal mit einem Blau, mit der blauen Fackel wiederkommen. Das her. Hier runterlocken. Wo ist die Quelle? Na gut. Wo ist meine Fackel? Müsste doch hier irgendwo in der Nähe des ersten Raumes sein, oder ist die hin und her gerollt? Meine Fackel ist weg! Scheiß gerade auf Mifas Gebet. Ich will meine fucking Fackel wieder haben. Kacke. War ja so klar, dass die jetzt weg ist. Vielleicht einen anderen Raum gerollt durch das ganze Hin und Her? Nee, ach ja, ach nee, der Ritterbogen liegt noch da. Sehr schön. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die im ersten Raum abgelegt habe, um mir das Ding zu die Keule zu holen. Weil ich dachte, ah, ich brauche die doch eigentlich nicht mehr. Scheiße. Da muss ich halt die Keule nehmen, auch wenn mir die Fackel lieber gewesen wäre. Hier. Ach so. Okay, und das ganze Spiel wieder von vorn. Es dreht sich. Ich renne die Leiter hoch. Hoffe, dass meine verdammte Keule nicht verbrennt.
weiter hier runter. Und geschafft! So, passt mal auf, was ich jetzt mache. Seht ihr die Kugel? Die hole ich mir jetzt nach oben. Da ist sie! Und jetzt rollt die hier lang. Hoffe ich zumindest. Da ist sie, genau. Und jetzt? Lass ich sie durch. Und die ist drin. Und ich kann zur nächsten Kontrollsiegel. Yay. Perfekt. Und jetzt muss ich noch rausfinden, wie ich zum letzten Kontrollsiegel komme. Nur noch ein einziges Problem. Alter, spinne ich denn, Bruder? Ach, oben drauf auf den Zacken. Ja, okay, das kriege ich gebacken. Oh, hat sich gereimt. Oben auf den Zacken, das kriege ich gebacken. La 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 la. Erstmal wieder raus. Und ab nach draußen auf die Zacke. Bitte, Link, ey. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich das jetzt so mache. Wo kommen diese Scheißviecher her? Die sind so dermaßen übelst nervig. Schon echt cool, wenn ich da irgendwie raufklettern könnte. Okay. Hier ist schon mal die Steuereinheit. Und über mir befindet sich Scheiß Kontrollsiegel. Kann man doch bestimmt was machen. Komm ich da jetzt rauf? Oh, Link, ey. Von hier aus. Und wo ist dieses scheiß Auge, auf das ich schießen muss? Naja, war ja klar, dass ich da jetzt nicht weiterkomme. Bringt es jetzt nicht so wirklich. Da ist ein Auge. Ich glaube, ich mache erstmal das Auge weg. Und ich glaube, ich habe auch eine Idee, wie ich darauf komme. Das ist die Steuereinheit, oder?
Nein, das sind sie nicht. Stimmt, dazu muss ich ja auch auf die andere Seite. Ich glaube, ich muss das nochmal kippen. Die Steuereinheit war auf der Seite, wenn ich hier lang gehe, und zwar so. Sollte das auch nicht so das Problem sein. Ah, seht da, jetzt sind nämlich die Zacken an der Seite. Okay, Vorsicht, nicht runterfallen. Es könnte etwas heiß werden. Vorsicht. Und noch eine Kiste. Ach, hier. Nee, das Auge war auf der anderen Seite. Egal, ich habe einen antiken Reaktorkern bekommen. Nee, Link, oder? Ja. Geht doch. So. Wo ist denn jetzt das beschissene Kontrollsiegel, ey? Ich habe eine Idee. Ja. Ansonsten kann man das versuchen, auch das durch geschicktes Drehen und so weiter darauf zu kommen. Aber ich mach's lieber so. Sauber. Alle Kontrollsiegel sind gelöst. Jetzt schmeiß noch die Steuerungseinheit an. Siehst du auf deiner Karte einen großen leuchtenden Punkt? Da musst du hin. Aber bleib wachsam, Bruder. Ach nee. Da unten. So. Und wir sehen uns wieder im nächsten Teil von The Legend of Zelda Breath of the Wild, wenn ich gegen Ganons Feuerfluch kämpfe. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Es hat euch gefallen. Und ihr gebt mir einen Daumen nach oben. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.